Hallo Internet und hallo YouTube, willkommen zurück bei Minecraft. Und ich weiß jetzt gar nicht, wo wir letztens stehen geblieben sind. Irgendwo? Keine Ahnung. Eisen brennt dadurch. Da Gold. Das ist ein bisschen ein Goldrausch derzeit. Gut. Kohle. 32 hätte ich gern. Dann hätte ich gern 16 von euch. Dann hätte ich gern 64 von euch. 16 von euch. 32 von euch. Sind jetzt drei volle Stacks. Warum habe ich jetzt drei volle Stacks? Neuer Plan, YouTube, in diesem Part. Wir gehen auf Erkundungsweg. Ja, wir gehen auf Erkundungsweg. Schauen Sie ein bisschen um. Gehen in alle Himmelsrichtungen und schauen, ob wir irgendwas finden, was interessant wäre. Weil mich interessiert das nämlich jetzt, ob ich da irgendwo irgendetwas finde, was gescheit ist. Also das wäre nicht schlecht, wenn ich ehrlich bin. Irgendwie hat das Spiel so einen kleinen Grüneffekt, kann das sein? Grafikeinstellungen. 3D-Effekte sind eigentlich aus. Gut. Hätten wir das auch geklärt. So, 22 Eisen gehen da durch. Könnte natürlich jetzt auch dran liegen, dass ich ein bisschen dumm bin, dass ich jetzt so einen kleinen grünen Effekt sehe, aber ja. Lass uns überraschen, ob ich jetzt recht oder unrecht habe. Jetzt muss noch kurz aus die Zeit, bis das Eisen fertig ist. Dann schauen wir noch mal kurz herunter. An sich ja keine so dumme Idee, hier runter zu gehen. Aber Spektrum Problemarius, so schön sagt, ist hier unten. Jetzt nicht wirklich weiß. Ich will hier weitermachen. Ist auf Lungen blöd gebaut. Ich muss sagen, so. Sieht der ganze übersichtlich aus. Da war dieser Lavastrom, ja genau. Habe ich ja dann immer wirklich weitergeschaut. Mir gedacht habe, für was eigentlich? Am Ende ist es ja wurscht. Hier ist nur Lava. Gut. Also kurz gesagt, es ist eigentlich eine Sackgasse hier. Wenn man es genau nimmt, ist es eine reine Sackgasse. Und Sackgassen sind immer toll, daher bauen wir mal weiter hier. Ja. Mal hier lang. So tut. Bisschen lauter drin, ich höre da kaum was. Ich blöd da nichts höher. Machen wir da schon ein bisschen zu jetzt aus Sicherheitsgründen, weil schnell laufen und dann da reinfliegen wäre auch eine blöde Idee eigentlich am Ende. Würde aber wieder mal zu mir passen, so wie ich immer gerne sage, weil
Mich würde ja gar nichts wundern bei den Spielen und bei mir mehr. Weißt du, YouTube, mich wundert da gar nichts mehr. Also lassen wir uns eigentlich gar nicht mehr so wirklich überraschen, wo wir eigentlich rum sind. So, wo sind wir eigentlich? Ich versuche gerade Ebene 11. So. Lava. Lava. Redstone. Wasser. Höhle. Scheibe. Große Scheibe. Ach shit. Große Scheibe. Kleisternscheibe noch dazu. Das ist jetzt ganz große Scheibe Kleister. Dort Eisen nehmen wir mal mit, weil es schon gerade sich anbietet, das Eisen. Also ja, YouTube, der Plan war das jetzt nämlich auch nicht, da unten weiterzuschauen. Ich weiß. Aber wie man sieht, es gibt Überraschungen immer wieder in Höhlen. So, da ist ein Ende dieses Ganges. Eisen ist da oben noch, gut. Eisen hätte ich schon gern mitgenommen heute. Halt. Ich weiß, man sieht jetzt ein bisschen wenig. Aber ich will eine unnötige Fackeln setzen immer. Was nicht sein muss. Nicht wirklich sein muss, dass ich eine Fackel setzen muss, dann setze ich sie natürlich nicht, ist klar. Hier setze ich sie schon. Und so müssen es da oben ist. Da ist mein Wasser, das ist klar. Gott, das war jetzt wieder ganz intelligent darunterfliegen. Sonst jetzt am Ende genau das gebracht, was ich gar nicht wollte. Nämlich wieder. So, und da dürfte dann auch Ende sein, jawohl. Also so schlimm ist es ja doch nicht jetzt, was ich geglaubt hatte zuerst. Also, dass da viel Lava ist, das nervt mich jetzt ein bisschen. Ja, schon zu viel. Machen wir mal die Lava zu. Bisschen halt zu. Da trägt natürlich eine komplette Umrandung der Lava. Da komme ich jetzt nicht hin, oder? Doch, komme ich hin. Von hier weg. Wow, heiß. Hat Lava so an sich heiß zu sein, glaube ich. So, das Mysterium Lava wäre mal erledigt. Zum nächsten Teil. Das Mysterium Wasser. Ja, ein bisschen zupern. Ich mag das überhaupt nicht, wenn so ein Schmarrn einfach im Weg steht. Selbst ein bisschen hinein manövriert. Bauen wir es halt komplett zersäbelt. Verstehe. So, können wir natürlich jetzt ein Eisen mitnehmen, ist klar. Ja, am Ende hat es sich doch wieder ausgezahlt, da reinzugehen. Eisen sind immer ganz gut für mich. Ich finde sowas immer schön, wenn ich Eisen finde.
bringt mich persönlich auch ein bisschen weiter in den ganzen Spiel immer. Dann bauen wir die Lava auch zu. Weil wenn ja keine Überraschungen erleben. Gelöst. Immer wichtig, alles zuzubauen, was zuzubauen geht, weil man weiß am Ende wirklich nie, wie oft einen das noch zum Verhängnis werden kann. Ist leider wirklich so. Und wir wissen ja, es ist. Kommt leicht vor, dass ich gerne Lava schwimme, also in der Runde in Lava schwimmen gehe. Das wissen wir von mir schon. Da ist auch noch Eisen. Noch mehr Eisen. Gott, das muss echt hin. Schwan ist gleich da. Was ist da oben noch? Nichts. Eisen. So viel zu nichts. So, Eisen nehmen wir noch mit. Und ich glaube, das war es auch schon hier in der Höhle mal. Mal, ob das eigentlich als Höhle zu bezeichnen ist, auch ein bisschen eine makabere Aussage eigentlich am Ende YouTube, aber. Ne, das ist eine kleine Überraschung. Redstone haben wir hier noch. Oh, wow, wow, wow. Was haben wir denn da unten noch? Wasser. Kleine Überraschung. Nicht wirklich. Nicht wirklich eine Überraschung eigentlich. Nicht wirklich eine Überraschung eigentlich, wenn man es so nimmt. Ja, hätten wir das jetzt auch geholt und mitgenommen noch. Ernst gerade danach war eigentlich. Ja, ich könnte die ganze Zeit einen schnellen Weg nach oben machen, aber ja, warum? Haben wir Zeit. Springen tut gut. In dem Spiel. Und so schlimm ist es ja auch nicht jetzt. So ein bisschen das Springen hier ein bisschen nerven würde. Da funktioniert schön, da habe ich einen schönen Weg gelegt. Geht schön ab. Und da laufen sollte ich nicht wieder neu. Ja, ja, da habe ich 37 Eisenerz. Also der Ausflug, der hat sich schon gelohnt, könnte man sagen eigentlich. 37 Eisen, das ist eigentlich ganz schön viel, wenn du das so nimmst. Redstone haben wir hier, Antessin haben wir da, Bruchstein. Aber zwei Kohle, okay, zwei Kohle ist jetzt nicht die Ausbeute gewesen, die ich erwartet hatte da unten. Ja, das sind alle eigentlich unsere Ressourcen, wenn man so sagen will, Ressourcen. Unsere Ressourcen.
sind ja nicht so minimal eigentlich. Gut, dieses automatische Reinlegen und dann Craften finde ich auf der einen Seite eigentlich schon lustig. Jetzt langsam auf der anderen Seite ist es schon ein bisschen permanent nervend. Das so nimmst du am Ende. Das ist eigentlich selber den Spaß von eigenen Craften weg. Eigentlich schon. Ja, doch, das ist jetzt so eine Meinung, die ich jetzt habe. So eine neue Schaufel wenn man es auch gleich machen, weil ja, sie brauchen eine neue Schaufel. Jetzt ist natürlich wieder Nacht, ist ja klar. Will wohin gehen, das ist Nacht. Da hinten ist es hell. Zombie-Zeit. Ja, ich weiß, ja, der war schlecht. Zombie-Zeit war schlecht, wenn er friedlich gestellt ist, ich weiß. Lava. Ein kleiner Lavabrunnen. Ja, da kann man sich schon was überlegen mit den kleinen Lavabrunnen. Ich meine, ja, das überlegen wir uns noch in Ruhe. Ja, auf der anderen Seite natürlich, wenn ich jetzt natürlich spielen würde, Feed the Beast, hätte ich schon gewusst, dass ich mit der Lava anfange. Hätte ich mal eine kleine Cobblestone Farm gemacht. Weil ich es kann. So, jetzt haben wir 23 Gold. Und fast zwei volle Stacks. Nur mit Eisen. Natürlich auch interessant, zwei volle Stacks Eisen fast haben. Das kommt auch selten vor. Ist natürlich nicht schlecht zu haben am Ende. Dann haben wir fünf gebratene Hündele. Händele. Ah ja. Schauen, was der bringt. Nichts. Nichts, leider nichts. Es ist relativ ruhig gerade. Sag mal da. Federn. Eichensetzlinge. Ist schon Tag? Nein, noch immer Nacht. Dann will ich jetzt nicht wirklich. Aber ich könnte unser Zuckerrohr abbauen gehen. Durch zumindest was Gescheites. Kurze Zeit. Mehr doppelt gesetzt Zuckerrohr. Haben wir ja zweifach gesetzt das Zuckerrohr. Mehr nicht. Leider wieder nichts. 26 haben wir schon. Zuckerrohr zum Sauffüttern. Also schön sagt in dem Spiel. Wir setzen munter weiter Zuckerrohr. Ende. Ganz auch lustig an dem Zuckerrohr. Schaut jetzt eh nicht schlecht aus, da.
gefällt mir schon. Darum will ich jetzt nicht wirklich Zucker ersetzen. Zahlt sich jetzt nicht wirklich aus. Natürlich die nächste große Frage in dem Ganzen ist natürlich, wo baue ich? Aber die Frage habe ich mir selbst fast schon beantwortet, wo ich baue. Was genau nimmt. Das haben 38 Zucker war nebenbei noch, also. Jo. 53 Eisen. Das sind zwei volle Stacks fast. So kann man sich's leben lassen, oder YouTube? Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wieder heißt mit Spielen Minecraft.